So, willkommen zurück, liebe Freunde, bei Dead Space 3. Ein bisschen beruhigt haben wir uns inzwischen. Aber man muss sagen, es lag wirklich nicht an uns. Wir haben alles richtig gemacht. Wir haben die Pause genutzt und haben mal geguckt, woran es gelegen haben könnte. Wir haben tatsächlich alles richtig gemacht, ne, Sarazar? Ja, eigentlich muss man das Vieh da in diese Dinger packen und dann müsste es sich eigentlich zerreißen. Klappt aber nicht, so wie wir es wollten. Und deswegen probieren wir es nochmal. Ich hoffe, es ist... Mit Fetti vielleicht ist einfach buggy an der Stelle. Ja, du hast ja auch diesen Bug mit dem, dass du immer gezielt genau. hast. Genau. Vielleicht hat es deswegen nicht geklappt, weil ich war da. Und du hast auch. Egal. Du hast ja auch das eine Mal den Bug, dass bei dir das F plötzlich ins Leere ging, ne? Ja. Dass ich irgendwie weitergegangen bin plötzlich. Genau. Total sinnlos. Also irgendwas ist hier merkwürdig. Ich hoffe mal, das wird sich gleich klären. Super, ich so mad gehe dann drin oder bei der Art. Okay, du hast aktiviert. Ja, ja, perfekt. Ja, aber du musst hier rüberkommen, ne? Weißt du. Ich hoffe, wir packen das Alter, jetzt, Alter. Der soll mal aufhören, rumzuhüppeln. Okay, ich gehe schon mal in Position. Scheiße. So, und jetzt mache ich das hier. Dann muss doch nicht. Okay. Jetzt aber. Na komm, warte. Scheiße. Alter, das, wenn du, du musst ja, beschützen. Ich mach das ja. Okay, jetzt hat sich befreit. Müssen wir in echt kurzer Zeit schaffen, da das hinkriegen, weil sonst, Okay, so. Der kommt rüber. Super. So, jetzt müsste das doch funktionieren, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Alter. Wer muss ich denn hier drücken? Na komm schon! Das tut sich nichts, das tut sich nichts! Ey, Mann! Ich bin so doof oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob das an uns liegt. Was weiß ich echt nicht. Ganz gerne. Weil eigentlich, ist es ja einfach, so laut Anleitung sozusagen. Ja. Wir haben extra mal recherchiert, aber. Okay, geh du mal hin. Ja, warte, da muss er erstmal hierher kommen. So, ich probier mein Glück. Ich geb dir Feuerschutz. Stell mich direkt vor dich, damit ich auch garantiert keiner angreifen kann. Der geht immer wieder zurück, ne? Einfach. Ja. Und schon wieder befreit, Alter. Das kann doch nicht sein. Und was machen wir da falsch? Das ist unsere Schuld, glaube ich. Ich weiß nicht. Weiß man nicht genau was. Alter, lauf. So. Oh nein. Gib mir Lebensenergie. Okay, jetzt nochmal hier. Alter. Na, schon. Super. Ne. Ey, das gibt's doch nicht. Alter, ich... Au, fuck it. Nein. Okay, probier du's. Okay, warte. Ah, ne, zu spät. Wie zu spät? Ja. Jetzt tun wir einen ab. Nein! Ah, der zückt mich das Vieh raus. Alter, ich krieg hier echt... Ich bin auch gleich wieder... Ich bin tot. Nee, ich hab keins mehr. Das Geile ist, wenn man hier stirbt bei Dead Space 3, ich starte die ganze Zeit ohne Medikits. Komplett ohne Medikits starte ich hier die ganze Zeit wieder. Ja, ich auch. Ich hatte am Anfang irgendwie, ich weiß nicht, 10 oder so. Aber wenn der Kampf vorbei ist und du hast alle aufgebraucht, dann kriegst du die nicht wieder zurück. Du startest dann quasi mit schlechteren Voraussetzungen als vorher. Ja, aber irgendwie... Eigentlich ist oh nein, so Alter, bei mir ist buggt das schon wieder. Ich ziele schon wieder. Hier, Maus, ich drück nichts und er zielt die ganze Zeit. Das gibt's doch nicht, Alter. Das kann doch nicht sein. Wechsel mal die Waffe. Ah, ich glaube, ich hab's. Das war's. Caps Lock war's. Ah. Geil. Ich hab nämlich nach dem Bug gesucht. So, ich lauf direkt los. Okay, ich bleib hier hinten wieder. Jo. Und erledige schon mal ein bisschen und leg den ab hier in der Zeit.
So, ich setze mich mal wieder als lebender Köder hier hinten rein. Aber ich verstehe nicht, wie wir den... Versuchen Sie, das Vieh zu den Lasern zu packen. Gut gemacht. Ich verstehe nicht... So, er ist drin, er ist drin, er ist drin. Gib mir mal Schutz, gib mir Schutz, gib mir Schutz. Mach ich, mach ich, mach ich. Ich bin da, Alter, ich bin da, okay. Ich bin bei dir. Na los, na los! Na los, 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 na los. Ja, du hast es. Ja, ja! Alter, endlich. Alter. Wie 10.000 Millionen Mal muss man denn drücken? Alter, ich hab gerade, ich hab meine F-Taste vergewaltigt gerade mit meinem Finger. Alter, das gibt's ja nicht. Schnauze! Ich wollte bloß nicht abkacken. Ja, das ist die richtige Strategie. Der eine muss dem anderen richtig fett den Rücken frei halten. Ich glaube, wenn du einmal getroffen wirst, geht's schon nicht mehr weiter. Dann ey, mein vorbei. Finger. Marke Frauenglück, sage ich mal. Oh. Boah, Alter. Ey, ich bin so froh, dass wir das jetzt erledigt haben. Ey, ohne Scheiß. Ich dachte echt, das wäre ein Bug. Fresse. Aber Alter, das kannst du keinem zumuten, die F-Taste so durch den Tisch meine zu drücken. Fresse. Ja, ich glaube, das ist auf Consoleros lockerer. Ja, das kann sein. Weil wie willst du das alleine im Singleplayer machen, würde mich mal das ist mir ein Rätsel. Da kann dich ja keiner beschützen. Wahrscheinlich sind da viel weniger Viecher, ne? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich spiele das ja wie gar nicht. Denn jetzt lang? Ich wollte ein bisschen Loot sammeln, aber... Ah, ja, mit den Dingern noch. Boah, Alter, was ich hier weggeschossen hab. Ja, ich bin ja nur froh, dass wir es jetzt diesmal gebacken bekommen haben. Zumal wir eine ganze Folge hatten, wo wir es nicht gebacken bekommen haben. Aber die war trotzdem amüsant. Ja, ach so. So, okay, los geht's, dann können wir jetzt wieder sterben, können wir alles normal machen. Genau. Das wäre so schön. Abschuss. Nee, das muss ja gesaved haben. Das muss ja weh, wenn sein. Nicht, dann fahre ich zu den Entwicklern und bring die alle um. Oh oh, da kommt doch was runter. Ich weiß nicht von wo. Ding an Stase. Wow, 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 wow. Ich bring gleich um. Hä? Du bist ja bei mir. Ja, warum, frage ich mich. Du hast mich vermisst, gib's zu. Ich hab keine Ahnung. Ist manchmal ist dieses Spiel irritierend. Ah! Da ist die Ellie. Hey. Es ist gut. Du bist ein guter Mensch, Isaac. Du hast getan, was du konntest. Habe ich nicht. Ich habe aufgegeben, Ellie. Es tut mir so leid. Hier muss es sein. Aber wie zum Geier sollen wir diese Rosetta finden? Sie muss da oben irgendwo ein Labor haben. Wir sollten nach einem Büro suchen, nach Akten, irgendwas mit ihrem Namen darauf. Damit kommen wir zum Eingang. Los. Na, die scheint den Robert aber zu vermissen, wa? Wenn auch die Liebesgeschichte ist irgendwie mit die unemotionalste Liebesgeschichte, die ich jemals im Leben erlebt habe. Was? So machst du Frauen nicht klar. Lasst euch da nicht ich bin ein. Ich bin Jungs. Total ergriffen. So. Achso, ja, deswegen hast du so viele Freundinnen immer. Ja, ich mach da parallel immer, weißt du? Weißt du, wie es ist. Wer hat das gelernt aus Dead Space, der Grung? Also, liebe Freunde, da seht ihr mal, wie man am besten Mädels klar. Ja, deine Mädels macht. Sehen so aus wie die Viecher aus Dead Space. Ja. Oh, 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 Probleme! Au! Aua, mein Kreuz. Oh. Alles in Ordnung? Ja, alles okay. War ruhig schon vor. Da ist ein Weg am Boden. Ich schicke ihn dir auf deine Rig. Wir treffen uns an der Einrichtung. Der Ton ist manchmal auch sehr leise und manchmal sehr laut. Die Gespräche sind generell super leise. Banken extrem. Wenn ich mal überlege, wie laut der Kampf gegen war und wir haben das hier noch optimiert. Komm, wir müssen ich musste nur mal ganz kurz husten. Einmal ganz kurz. Alter Mann-Style. Ja, ist ja. Lass mal hier kurz in die Lücke. Vor allen Dingen, wenn wir die Ellie treffen, weißt du, dann sehen wir die für 2 Minuten und sofort ist sie wieder weg durch irgendeinen Zufall. Alter, was ist das denn hier für ein Mega-Anlagending? Wo sind wir denn hier?
Da müssen wir eigentlich gar nicht lang, aber ich habe gedacht, irgendwas macht hier so Impulsgeräusche, hörst du das? Weißt du, was wir mal machen könnten? Den Kleinen loslassen. Oh, das hätten wir unten machen können, ne? Scheiße, ja, egal. Machen wir hier mal. Ich folge mal zumindest. Oh, krass. Was haben wir denn hier, ey? Hast du? Alter, ja, ich hab kaum noch Muni, obwohl geht. Also es ist definitiv. Was ich auch immer verpasse, ist das Ausweichen, so eine Ausweichen. Ja, weil die auf Control einfach doof liegt. Ja. Er ist am PC wirklich, naja. Aber ich könnte das Spiel sonst nicht auf der PlayStation spielen oder so, weil ich hab echt diese mit dem Controller, mit dem Analogstick ist ein Krampf. So, ich lasse mal den Robi hier einfach los. Schussensammler online. Oh mein Gott! Das hohe Fahren fühlt sich jedes Mal an, als kehre man von den Toten zurück. Science Division Facility. Ah, das ist merkwürdig mit dieser komischen KI von dem Sammler, das ist sehr merkwürdig. Ach krass. Komm her, sieht mal geil aus von hier unten. So. Komm mal schnell. Ja, ich komm noch. Ich, wo bist du? Hier sind Viecher. Ja, ich komm noch schon. Wenn trödel. Du da, ja, ich trödel nicht, ich wollte meinen Roboter aussetzen. Wenn du mal vorläufst. Ach so, das ist ja wie ein gemacht, Left 4 Dead, du läufst immer vor. Teamplayer Number One. Ja, und du wirst zurückgelassen, um zu sterben. Oh, Entschuldigung, habe ich dich gerade angeschossen? okay. Apropos, hier war gerade ein Vieh hier. Apropos, draußen. Um zu sterben. Wie krass das aussieht. Die sehen aber auch nicht mehr so gesund aus. Oh nee. Bisschen gefröstelt, die Burschen. So, mal vorsichtshalber nochmal reintreten. Ich will ja gar keine Beine mehr, Alter. So, in Bearbeitung. Ach krass, der Todesstern. Aber echt, ne? Das ist der Mond hier von dem. Ah, Danik. Achtung, sieht aus, als hätte Danik Zeit zum Sammeln gehabt. Verdammt. Wie sollen wir Rosetta finden, wenn sie seit 200 Jahren tot ist? Moment. Da. Rosetta-Labor. Es ist hier. Perfekt. Schick mir die Koordinaten. Und hoffen wir, dass wir diesen Kodex bauen können, bevor Danik uns findet. Okay, ich hack das Ding. Alles klar. Ich guck dir dabei zu und lache. Man ist gar nicht so leicht. Oh oh. Hä? So, ah, da drin ist übrigens eine Bank. Cool. Ich höre nämlich den Roboter schon wieder labern. Da wenigstens einer, der uns Gesellschaft leistet. Kleinen Penner. Cool, das war super, dass wir hier erledigt haben. Da konnten wir gar nicht mehr so viele eintauchen. Hä? Warum sind da trotzdem so viele? Die kommen ja von irgendwo. Alter! Meine Fresse. Von gibt's doch nicht. Was überlebt der? Von beiden Seiten. Aua! Kriegt's von beiden Seiten. Hey, Alter, die sind richtig hart geworden, habe ich das Gefühl. Ja, aber richtig. Wird auf jeden Fall deutlich härter langsam. Boah, da ziehe ich mir erstmal was Neues an oder gucke mal, ob ich mehr Ausrüstung auf die Rig kriege. Der Legionärsanzug wurde freigeschaltet. Na, hallo! Legionärsanzug. Hier in der Zeit meiner Bank. Okay. Schauen. Und ich präsentiere Ihnen erstmal eine Umkleidekabine. Alter, aber. Bams! Der Legionärsanzug! Sieht aber ganz cool aus, glaube ich. So, und dann gucke ich mal ganz kurz, ob ich vielleicht meine Rig upgraden kann. Die Panzerung hätte ich ganz gerne erhöht. Yo! Panzerung ist voll. Und hier Energie für die Stase. Erhöht Anzahl Schüsse um 1. Das mache ich mal, das kann ich nicht. Nachladen. Damit wird deine Aufladung minus 10 Sekunden verlängert.
Warum nicht um 10 Sekunden verkürzt? Naja, gut. So. Und die Chinese. Kann ich noch nicht machen. Schaden mit der Chinese. Machen wir eh nicht. Was bastelst du denn Schönes? Ich habe mir gerade meine Waffen aufgepinnt und den Kleinen wieder losgeschickt. Ach, da ist er ja. So. Oh, Legionärsanzug. Zeige ich euch den auch mal gerade. Hast du schon vorgelesen, was das ist? Nee, eigentlich? Mach du doch gerade mal, wenn du magst. Moment, eine Sekunde. Legionärsanzug. Diese ausrangierte, massige Panzerung wurde im 23. Jahrhundert von Scuff-Soldaten getragen und ist bei Sammlern wie Historikern heiß begehrt. Naja, hört sich nicht so an. Das ist natürlich mega spannend. So, Somatgel, Vorrat, Alter. So ein alter Scheiß. Ich mach mir erstmal ein paar große Medikits übrigens. Der Legionärsanzug präsentiert bei Heidi Klum. So, was? Fashion Style, Baby. Manchmal machst du mir Angst. Oh, jetzt seh ich aber wieder cool aus hier. So. Stase, pack ich mal. Alter, ich hab mir erstmal ein bisschen Health Packs gemacht. Ach ja, mein Trefferpunkt ist schon voll, krass. So, Alter, wie viel Stase habe ich denn hier dabei? Oh, ich brauche Halbleiter fürs nächste. So, nehme ich mal das eine Ding mit und leg mal. Stase habe ich irgendwie überhaupt nicht geskillt, so richtig, du? Stase habe ich geskillt, doch. Ja, kaum habe ich das geskillt. So. Ah, die Dauer kann ich mal erhöhen. Eine Schrotflinte könnte ich bauen, aber. Waffen-Upgrades, Waffenplatinen. So. Muss halt reichen. Was habe ich denn hier noch für Waffen? Alter, wie spacey sieht mein Helm aus. Alter, wie freaky. Sag mal dein. Ich hab. Warte. Du bist auch so freaky. Ich guck gleich mal, was du da hast. Dann guck ich mal, was ich da habe. Strahlenkanone mit Drehmanschettenmodul. Lege ich das mal auf die 2, aber irgendwie taugen tut mir das irgendwie eh nicht alles. So, schwerer Literrahmen, Erweiterung 2 medizinische Hilfe. Oh, Standardspitze. Habe ich jetzt produziert eine Maschinenpistole mit Salvenfeuer. Produziert die Schrotflinte Missionar. Karabiner Missionar. Probiere ich das mal aus. Ich bin bestimmt wieder unglücklich. Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel. Schrotflinte für unten, das ist glaube ich ganz gut. Maschinenpistole will ich da nicht haben. Produziert die Schrotflinte Missionar. Probieren wir doch mal die. Die haben wir doch schon längst. Ja, ja, aber die habe ich nicht auf der Primärwaffe mit drauf. So. Ah, okay. Also. Vellas Kompaktrahmen. Obere Platinen 3. Was für viel hat die? Unten oben 4, unten 4. Der Vella hat kompakter Rahmen nur für obere Tools mit eingebauten Upgrades. Na, das ist ja super. Lass dich das mal. Juhu, wie mein Kleiner hier rennt. So süß. Was? Wie das aussieht. So, dann bastel mal ein bisschen. Nee, vielleicht ich sammel. Ach, dein Robi meinst du? Robi ja. Van Kenobi? Aha. Robin Williams. So, ansonsten, das lasse ich mal alles so, wie es ist. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch mal eine kleine Folgenpause, ne? Aber zeig erstmal nochmal dein Anzug. Ja, rein. Muss ich auch selber mal gucken. Oh, das ist ja Anzug. Also, aber ganz hier. Cool guck aus, ne? Wir sehen aus wie Kollegen. Ja, meiner ist so ein Dreiauge, noch ein bisschen freakiger, ne? So, ich mache jetzt deinem Roboter Konkurrenz. Kannst du mal gucken? Oh, das ist ja cool. Ja, und wir machen jetzt auch noch eine kleine Folgenpause, würde ich mal sagen. Liebe Freunde, dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder, wenn es wieder heißt Dead Space 3. Tschüss.